Hello to everyone, good morning from Bucharest, Romania. I just woke up, I'm here in my apartment in Bucharest and I have a big surprise for you guys. Today we're gonna talk in English, of course, a little bit German also, because I have a surprise. I'm here with Peter on my balcony and you have to see that, how he looks like. We talk all the time about him, you see him on social media, you see his pictures, you see advertising on Body Time that Peter is incredibly fit, and that's Peter, he's really existing now. He's honestly, as you see, we are here not in Dubai, we are in Romania. That's how it looks in Romania. It's a beautiful country with a lot of greens, with four seasons, and that's the view from one of my apartments in Bucharest. And Peter, I'm gonna put him some questions because I'm really so curious about how he do all these things, and I'm gonna ask him some questions in German. I'm gonna translate it for you guys in English, that you understood also what's going on here and how you can look at this age of 63 so incredibly fit. That's really mind-blowing. That's remarkable what he did. Peter, sag mal, wie machst du das? Macht das dir Spaß? Ist das für dich ein Lifestyle geworden, richtig? Macht mir wahnsinnig Spaß. Ist mein Leben das? Ich kann ohne Training nicht leben. Okay, he said, it's really a big fun for him. How to say, it's big fun for him, he love it, and he said he cannot live without it. So that's not just like he's forced to do that, he love it. He said with his own words, I cannot believe it, he cannot live without that. And Peter, ist das viel Arbeit? Wie siehst du das? Wie motivierst du dich? Wie fühlst du dich eigentlich? Warum sagst du, das ist, du kannst ohne damit nicht leben? Hat sich deine Lebensqualität verändert? Wie war es früher? Wie ist das jetzt? Wenn ich die Muskelspannung und die Kontraktion fühle, das ist ein wahnsinniges Gefühl. Okay. Und wie hat sich dein Alltagsleben, wie fühlst du dich im Alltag jetzt? Weil Kontraktion und Muskeln ist ja im Fitness. Wie fühlst du dich im Alltag? Sehr gut, fit. Ist es ein Unterschied, wenn du das vergleichst mit früher, wo du nicht trainiert hast, mit jetzt, wo du trainierst? Wie fühlst du dich im Vergleich im Alltag? Alltag ist wichtig. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Kann ich besser arbeiten, kann ich besser schlafen. Habe ich mehr Freude bei Freizeit, wenn ich... Ich mache ja auch Sport. Ist es so, dass du, egal was du jetzt tust im Leben, ob es Arbeit ist, ob es Familie ist, ob es Freunde ist, ob es Spaß haben ist, du hast mehr Motivation jedes Mal, wenn du was machst, und mehr Energie und mehr Lust auf alles? Weil so ist es für mich auch. Wenn ich Sport mache, bin ich echt viel motivierter, Sachen zu machen, und ich kriege auch alles hin. Das ist das Gute beim Sport. Und Peter, nochmal eine Frage. Kann es sein, dass du auch durch deine Fitnessaktivität mehr Erfolg hast, in egal was du tust, und vor allem, dass du es, weil du mehr Fokus hast, alles schneller erreichen kannst? Weil das ist oft so bei Sportlern. Ja, ich glaube, hat schon Einfluss. Also auf jeden Fall, sag mal, weil ich habe gemerkt, wenn du zum Beispiel, ob du jetzt damit einverstanden bist mit der Aussage, ich bin immer der Meinung, dass viele sagen, ich habe doch keine Zeit zum Trainieren, das nimmt mir zu viel Zeit. Und sag mal, ich habe eine Arbeit, wo ich denken muss, eine Denkarbeit. Und die nimmt mir, oder auch körperliche Arbeit, die nimmt mir 10 Stunden oder 8 Stunden. Wenn ich sportlich aktiv bin und fit bin, dann nimmt mir das auf einmal nur noch, sag mal, 20-30% weniger Zeit, vielleicht sogar Hälfte, weil ich Fokus habe, mich fokussieren kann und ich das einfach, wenn es körperliche Arbeit ist, ich bin ja robuster, resistenter, ich halte länger aus, ich werde nicht so schnell müde, und auch wenn es geistige Arbeit ist, ich kann das viel, viel länger, also ich bin länger fit und ich bin fokussierter und ich kann Ziele und Aufgaben schneller erledigen, einfacher, ohne müde zu werden, und ich spare dadurch Zeit. Also ich investiere ein bisschen Zeit in Fitness, aber spare so viel Zeit bei meinen täglichen Arbeiten. Hast du das auch so gemerkt für dich, vor allem in deinem Alter, ist es... Genau so ist es. Die kurze Arbeit, was du in Fitness investierst, das gewinnst du bei der Arbeit, weil du viel leistungsfähiger bist und bessere Entscheidungen triffst, und bist du ausgeruht, bist du entspannt, und das macht sehr viel aus. Super. Und wenn man mal kurz fragt hier, was würdest du den Leuten empfehlen, dass sie auch davon profitieren können? Weil es ist ja, alle sagen das aber so schwer. Was würdest du denen empfehlen? Was für einen Schritt sollen sie machen? Und wie können sie sehen, dass es nicht so schwer ist? Ja, am Anfang für alle ist schwer, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier sozusagen. Okay. Du gewöhnst dich an allen.
Okay. Also an Training kannst du dich auch gewöhnen, aber das ist eine Phase am Anfang. Du musst die überwinden. Also da musst du dich zwingen, da musst du daran denken, da musst du hohe Priorität setzen und dann schaffst du es. Sehr gut. Peter, vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt das Ganze mal übersetzen auf Englisch. So guys, what he said, we talk a lot, we talk a couple of minutes, but the point is, it's like you get addicted to the good habits or to the bad habits. So we are now addicted to the bad habits and we have to make a change that we are addicted to the good habits like healthy food, making fitness and the advantages. What you take out of all these workouts and trainings is so simple, and that's simple the fact that he is motivated, he has more energy, whether it's fitness, whether it's health, whether it's his lifestyle, his job, his career, whatever he do, family, friends, he have more power, more motivation, and everything what he do, he get it done faster, easier, without getting tired, whether it's work with your mind or work like with your body, where you get tired from lifting something, moving something, or however, everything what he do, and this is the point, what sports makes the life quality a lot better, increase a lot, is that you get things easier and faster done, you focus more, and everything what you do in life becomes easier and better, and you simply got just successful by living an active, healthy lifestyle. Guys, that's it. I'm so happy to see Peter in Bucharest. He was visiting me just for one day. Today he's gonna go to Sibiu, to his home city where he was living all the time in Romania. And that's it. Peter, how long do you train at Body Time again? I think it's like 8 years, right? Yes. I repeat it all the time. It's evolution over years, but the crazy thing is he was starting just in the last couple of weeks, we can see just a little couple of months, to make a very big transformation that looks now like that. See the veins, how they're coming out here at his body, and this is really, really amazing. Can we see your abdominal? Watch at this. This is not prepared. We are just here and watch these things. This is so, this is remarkable. This is mind blowing. This is crazy. This is, really, this is so big respect, Peter. Thank you very much. Just the best and continue like that. We love to see more of your stuff. Thank you. Welcome.